Um 9.20 Uhr, nach einem ausgiebigen Frühstück, haben wir den Hafen von Tiel verlassen. Da die Berufsschifffahrt auf dem Wal teils recht stark ist, tut man gut daran, einen Ausguck zu positionieren. Zumindest, wenn man kein AIS an Bord hat. Doch wir hatten Glück und erwischten einen ruhigen Moment. Vor der Einfahrt zum Amsterdam-Rhein-Kanal kreuzte dann noch ein Flusskreuzfahrer unseren Weg. Die Einfahrt in die Prinz-Bernhards-Lois konnte gleich erfolgen. Außer uns kam dann noch eine zweite Yacht und damit hatten wir die 350 Meter lange Schleuse fast für uns allein. Kurz vor dem Wasserkreuz Amsterdam-Rhein-Kanal, Niederrhein, zeigte uns die Karte die Prinzess Mareikes Lois. Doch die beiden Schleusenkammern stehen auf Doppelrot. Links davon ist das Fluttor offen und die Pfeile auf den Schildern weisen dorthin. Die nächste Schleuse ist auch schon in Sichtweite, sodass wir dachten, dass es sich um einen alten Schleusenbau handelt und die Prinzess Mareike Schleuse dort erst kommt. Auch beim Funkanruf meldete sich die Schleuse mit diesem Namen. Wie erstaunt waren wir, als wir mit einem Mal bereits mitten auf dem Wasserkreuz waren und gar nicht die Schleuse benötigten. Also schnell nach Steuerbord abgedreht und in den Niederrhein eingefahren. Am Wasserkreuz liegt der Ort Weig bei Durstede mit der Mühle und zwei Yachthäfen. Auf dem weiteren Weg gibt es tatsächlich ein paar Berge, Hügel. Wageningen haben wir nur als Übernachtungsstation genommen. Die Marina liegt im Industriegebiet. Leider nehmen sie dort per Telefon mehr große Yachten an, als sie dafür Liegeplätze haben. So belegten wir mit unserem Boot eine Box für zwei und standen hinten weit raus.
Obwohl wir erst um 9.40 Uhr losgefahren sind, hatten wir keinerlei Verkehr bis zur nächsten Schleuse und spiegelglattes Wasser. Bei der Einfahrt nach Arnhem von dieser Seite kommt man sich vor wie auf der Elbe in Blankenese. Auch die Hausboote sehen hier etwas vornehmer aus. Direkt am Niederrhein befindet sich der alte Hafen, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist. Auch der umgebaute Kirchturm, zu dem wir später noch kommen. Und nun die berühmte Brücke von Arnhem. Die Gebäude aus dem Film sind nicht mehr zu sehen. Stattdessen alles neue Häuser, unter anderem auch ein Museum zur Geschichte der Schlacht. Dahinter sieht man dann die Liegeplätze für die Flusskreuzfahrer, welche hier in großer Zahl vorhanden sind. Wir können von den zwei Marinas den Verein Jansson empfehlen, da er die besseren Stege hat und die Restaurantpreise des Yachthafen Falkenburg nicht überzeugen konnten.
Nun wieder ein kleiner Stadtbummel mit einem Highlight. Es ist erstaunlich, in fast jeder Straße der Innenstadt sieht man Geschäft an Geschäft oder Lokal an Lokal. An den häufig moderneren Häusern ist zu sehen, wie stark Arnheim durch den Krieg zerstört wurde. Nun sind wir an der St. Eusebius-Kerk. Diese große Kirche wird nur noch selten für Gottesdienste genutzt. Stattdessen finden hier viele andere Veranstaltungen statt. Neben dem kathedralenartigen Raum gibt es im Keller Gruften mit alten Skeletten und deren Geschichte. Die Wendeltreppe, um wieder nach oben zu kommen, ist nur etwas für Schlanke. Fülligere Personen bevölkern die weiteren Skelette. Hier einige Glocken, die den Krieg nicht überstanden haben. Thank you.
Nun ein Spiegelkunstobjekt. Auf den Kirchturm führt ein moderner Fahrstuhl. Oben wird dann noch einmal die Schlacht um Arnheim erläutert mit den Ausblicken auf die jeweiligen Orte. Auch noch hoch oben. Direkt unter dem Dach kann man einen Rundblick auf die Stadt und deren Umgebung werfen. Bei guter Sicht sieht man bis Nijmegen. Zwei Etagen tiefer kann man dann ein besonderes Highlight erleben. Dort gibt es zwei Glasbalkone, auf die man treten kann. Dort steht man dann 60 Meter über der Stadt. Ist schon ein besonderes Gefühl, unter sich keinen Boden zu sehen. Von hier aus sieht man auch das Glockengeläut. Und so machen wir uns dann wieder auf den Rückweg zum Boot. Haben Sie Dank, dass Sie uns wieder begleitet haben, und schauen Sie sich auch gern unsere nächsten Videos an.